Der Saarbrücker Zoo ist um zwei vierfüßige Attraktionen reicher. Im Afrika-Haus ist ein Elend-Antilopen-Baby zur Welt gekommen. Noch tapst es durch seinen Käfig und geht vorsichtig auf Schnuppertour mit den großen und kleinen Zoobesuchern. Hier sehen Sie unser Jungtier, das aber am 26. Januar geboren ist. Sie hat jetzt momentan ein Körpergewicht von ungefähr 40 Kilo. Bei der Geburt hatte sie ca. zwischen 20 und 25 Kilo. Es wächst relativ schnell. In einem halben Jahr wiegt es ja schon über 100 Kilo und mehr. Aufregung auch im Südamerika-Haus. 6 Kilo schwer ist das Tapir-Baby. Noch ist es zu müde, um seinen großen Riecher überall hineinzustecken. Seine Mutter lässt es noch nicht aus den Augen. Ja, es fühlt sich wohl. Ist ganz klar, sieht man ja wahrscheinlich auch im Hintergrund, dass es sich wohl fühlt. Alt ist es jetzt? 2 Wochen? Fast 2 Wochen alt. Man kann sagen, so, es wiegt so um die 7, 8, 9 Kilo. Ja, und es fühlt sich natürlich wohl. Es ist heute schon mit rausgegangen mit der Mama. Und da kann man von ausgehen, dass es ihm gut geht. Die Antilope und der Tapir freuen sich auf die Besucher. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auch ein passender Name für den Riesenrüssel ein. Der Saarbrücker Zoo macht dazu eine Abstimmung im Internet.